Hi, herzlich willkommen zu einem weiteren, was ich an einem Tag esse, Video. Und zwar geht's heute los mit meiner letzten Packung grünem Tee, denn die ist in Plastik verpackt und ich kaufe danach keine neue. Ich habe früher schon mal irgendwie nur heißes Wasser morgens getrunken, was eigentlich ziemlich gut funktionierte. Und ich weiß gar nicht, warum ich da wieder von abgekommen bin, aber ich glaube, das werde ich dann so weitermachen, wenn was jetzt leer ist. Bis später. Es ist 20 nach 7. Ich sollte immer die Uhrzeit dazu sagen, das ist irgendwie besser. Also aufgestanden bin ich um 6.30 Uhr, das war, wo ich meinen Tee getrunken habe. Und jetzt ist es 20 nach 7. Und hier brodelt wie immer der Brokkoli, den es zum Frühstück gibt. Dazu gibt es dann Tomaten und hier die Haferflocken. Und ich habe euch gesagt, ich habe meine Küchenwaage leider frittiert, indem ich sie auf meinen Herd gelegt habe. Und wollte eigentlich heute zum Flohmarkt gehen und eine neue kaufen. Und nachdem ich jetzt eine Woche lang ziemlich gut ohne Küchenwaage zurechtkam und ich ja schlussendlich schon hauptsächlich minimalistische Gedanken hege, habe ich mir gedacht, ich brauche keine. Ich kaufe keine neue, mache ich nicht. Ich kann ziemlich gut meine Portionen abschätzen. Also ich weiß, wie viel 350 Gramm Brokkoli sind, nämlich ungefähr so viel. Weil ich seit, weiß ich auch nicht, Monaten, Jahren die Menge Brokkoli jeden Morgen esse. Und ich weiß auch, dass das ungefähr die Menge ist von 80 Gramm Haferflocken, die ich jeden Morgen esse. Und ich weiß, dass hier eine meiner Tassen... Ups. Ich weiß, dass eine dieser Tassen 240 Milliliter enthält. Und komme damit eigentlich ziemlich gut zurecht. Sogar ein Rezept habe ich gemacht. Also, Küchenwaagen sind nicht wirklich erforderlich. Ja, wir sehen uns, wenn das Essen fertig ist. Bis später. So, das ist wie immer, wie fast immer, Frühstück Nummer 1, Brokkoli mit zwei Tomaten. Das ist Frühstück Nummer 2. Wir haben Haferflocken, Karob, Zimt, Leinsamen, Banane und Ananas. Es ist 10:45 und ich koche Mittagessen und das ist mal wieder ein Eintopf. Ich koche sehr, sehr oft Eintopf, weil das einfach so wahnsinnig praktisch ist. Und hier ist jetzt, ihr seht oben den Mangold oben drauf, da ist außerdem drin Kartoffeln, rote Linsen, Lauch, Mangold. Ja, und irgendwie 700 Milliliter Wasser. Und ja, das steht da jetzt 20 Minuten rum und dann ist es ein fertiger Eintopf und ich zeige es euch dann nochmal. So, das ist mein Endergebnis und das ist sehr lecker, ich habe das schon abgeschmeckt. Und da ist noch der Rest und ich hab mal hier den meinen Salzgehalt mit eingegeben in den Chronometer und ich habe da 1,5 Teelöffel Salz reingetan, was eigentlich viel zu viel ist. Ich mache das öfter in letzter Zeit, dass ich Eintöpfe mache und da immer relativ viel Salz reinhaue und das, da ich nichts messe, nie einen Chronometer eingegeben habe. Ich muss da wohl mal drüber nachdenken. Ich bin bei 266% an Natrium und das bei niedrigem Blutdruck natürlich überhaupt kein Thema ist und so weiter und so fort, aber ich will hier ja irgendwas Gesundes vorleben. Vielleicht sollte ich dazu andere Möglichkeiten finden, als Eintopf zu kochen, der zwar super praktisch ist, aber halt, ne, das Salz in der Suppe muss halt rein. Also, das ist jetzt mein Mittagessen. Wahrscheinlich werde ich das auch essen. Mal schauen und wir sehen uns dann später. Wahrscheinlich beim Dessert. So, ich habe mich noch entschlossen, dazu ein Roggenbrot hinzuzufügen, was ich irgendwie geschenkt bekommen habe, ohne Verpackung und allem drum und dran. Und was ich deshalb trotzdem esse. So, und das ist jetzt Dessert. Ich nehme an, es sind ungefähr 100 Gramm Ananas. Und die werde ich jetzt essen und dann bin ich satt. Es ist 16 Uhr und es ist 35 Grad in Deutschland. Ich glaube, heute ist der heißeste Tag des Jahres. Und ich kriege Hunger. Und ich kriege Hunger. Ich war mir nicht ganz so sicher, weil es so heiß ist und ich diese wunderbare, aus dem Kühlschrank frisch rausgeholte Melone jetzt essen werde. So, das ist jetzt der Nachtisch nach der Melone. Das ist der Rest von heute Mittag. Und hier gibt es noch ein Roggenbrot dazu. Und dann mal gucken, ob ich danach satt bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht. So Leute, das höchste der Gefühle bei 35 Grad im Schatten. Bananeneis mit Limette und ein bisschen Hanf
Milch. Und das habe ich gekostet und das ist super lecker und das werde ich jetzt essen. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich eine miese Kalorie, nein, eine miese Nährstoffausbeute morgen haben, wenn ich, morgen dann mal gucke, wie meine Nährstoffbilanz war. Denn ich finde, ich habe viel zu viel Obst gegessen und viel zu wenig Gemüse. Und dann zeige ich euch einfach mal, was dann passiert, wenn man zu viel Obst isst. Und nicht so, wie ich normalerweise esse. Ja, ich glaube, das wird es für heute gewesen sein. Es ist zwar erst 16.30 Uhr, aber ich bin nicht so der Abendesser, was gut ist. Und ich bin heilfroh, dass ich heute Morgen Brokkoli zum Frühstück hatte, denn sonst hätte ich wirklich viel, viel, viel zu viel Obst gegessen. Also, ich denke, das war's. Ich denke, ich sag bis morgen. Es hat dann doch nicht gereicht. Ich habe jetzt hier noch um 18.36 Uhr Hunger auf zwei kleine Kohlrabi und danach sollte es aber wirklich gewesen sein. Bis morgen. Hi, herzlich willkommen zu meiner Auswertung. Wie bin ich denn? Zu meiner Auswertung von gestern von meinem Essen. Und die ist an und für sich ganz gut, außer Vitamin E fehlte gestern. Aber da kommen wir gleich zu. Also, ich habe 2111 Kalorien gegessen, was ich natürlich alles nur Pi mal Daumen geschätzt habe, weil ich keine Küchenwaage habe. Also das kann 100 mehr sein, 100 weniger. Ich kann es echt beim besten Willen nicht sagen. Aber da das ja nur, ne, dass da auch der Chronometer nicht weiß, was wirklich tatsächlich im Einzelnen in jedem einzelnen meiner Nahrungsmittel drin war, ist das auch eigentlich nicht so wichtig. Es ist einfach nur, es geht hier alles nur um Pi mal Daumen. So, davon waren 9,3% Fett, es gab 15,8% Eiweiß und der Rest waren natürlich die tollen Kohlenhydrate. Weil ich den Rest von meiner Hanfmilch in meine Haferflocken geschüttet habe gestern Morgen, habe ich einen Omega-3-Überschuss und bin bei 161% gelandet und bei 2,3 Gramm. 1,5 Gramm sollten es eigentlich so sein, aber natürlich habe ich deswegen ein fantastisches Omega-3-zu-6-Verhältnis. Aber auch mit 1,5 Gramm Omega-3 wäre das so gewesen. Das Eiweiß war ausreichend vorhanden, also 83,9 Gramm. Ich sollte vielleicht so zwischen 60 und 65 Gramm essen, also 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Allerdings, wenn ich mir hier da auf mein Methionin schaue, bin ich gestern bei 0,7 Gramm gelandet und ich hätte eigentlich gerne 0,9 Gramm, weil Methionin natürlich eine limitierende Aminosäure ist, beziehungsweise auch für das Startcodon bei der Proteinbiosynthese synthetisiert. Und 0,9 sollte ich bei einem Gewicht von zwischen 60 und 65 Kilo eigentlich essen. Aber der Chronometer, wie gesagt, der rechnet immer das Eiweiß ein bisschen zu niedrig aus, wie ich finde. Aber, also grundsätzlich rummeckern kann man daran wohl auch nicht, weil ich zumindest 83,9 Gramm Protein gegessen habe, was auch nicht alle Veganer so schaffen. Vitamine. Ja, Vitamine, da sind wir beim Vitamin E. Also ich denke, das ist wirklich dem vielen Obst geschuldet, was ich gestern gegessen habe, weil es so heiß war. Hätte ich mehr Hülsenfrüchte, Gemüse oder auch Getreide gegessen, dann wäre das vielleicht anders ausgefallen. Ja, das ist das erste Mal in 5 oder Eat in a Day Videos, dass ich zu wenig Vitamin E hier habe. Dafür ist das Vitamin B3, wovon ich letztes Mal zu wenig hatte, ausreichend vorhanden. komisch. Kannst du dir erklären. Aber wie gesagt, ihr, das ist hier keine Raketenwissenschaft. Das ist alles nicht exakt, das ist einfach nur, um sich mal einen Überblick zu verschaffen, wo man da so steht. Mineralstoffe. Ja, Kalzium ist super. Ich habe irgendwie 4 Liter Wasser getrunken, also linksrheinisches Kölner Leitungswasser und bin bei 118% gelandet. Ich habe auch genug Eisen gegessen und zwar in Form von 100 Gramm roten Linsen. Wobei die ich jetzt hier eingegeben habe, das ist die einzige Variante, rote getrocknete Linsen, die ich im Chronometer finde. Bob's Red Mill Lentils. Da scheint es irgendwie sehr günstig berechnet zu sein, das Eisenverhältnis. Also weiß ich da auch nicht, ob das so 100% so ist. Ja, und hier Natrium, ne? Natrium habe ich viel zu viel gegessen, nämlich 5,25 Gramm. 3 sollten es maximal sein, was daran liegt, dass ich einen Eintopf gegessen habe. Und ich esse oft Eintopf und ich tue da, glaube ich, immer so viel Salz rein. Ja, daran muss ich offensichtlich arbeiten.
Ja, das ist so ungefähr das. Fand es ganz okay. Kann man besser machen. Liegt mit an der Hitze. Vielleicht liegt es auch an der Hitze, dass ich so wenig Kalorien gegessen habe. Naja, also, wie gesagt, das war's. Ich sag ciao, bis bald. Eure Silke.